Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Julian vom Earpod Ratgeber und heute heiße ich euch ganz recht herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing und erster Eindruck Video. Heute mit den Mi True Wireless Earphones 2 von Xiaomi oder Xiaomi oder wie auch immer man diese Firma bzw. diesen Hersteller ausspricht. Ja, vielen Dank zunächst an dieser Stelle erstmal an Xiaomi oder Xiaomi, die mir die True Wireless Kopfhörer zum Testen zur Verfügung stellen. Und wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal in diesem Video an. Wie sehen sie aus? Wie fühlen sie sich an? Was ist in der Verpackung drin? Wie sieht diese Verpackung überhaupt aus? Und werden dann im Laufe der nächsten Wochen die Kopfhörer testen und uns mal zu Gemüte führen, wie die True Wireless Kopfhörer mit dem NHDC-Codec denn wirklich klingen. Zunächst mal zur Verpackung. Hier vorne sind also die True Wireless Kopfhörer inklusive dem Case abgebildet. Es sind übrigens Earbuds, wie ihr hier auch schon sehen könnt, die etwas an die AirPods von Apple erinnern. Hier steht drauf Mi True Wireless Earphones 2. Dasselbe nochmal in wahrscheinlich Chinesisch und Russisch und was auch immer. Supports Fast Charging Dual Microphone Call Noise Reduction. Auf dieser Seite steht dann nochmal Dual Microphone Call Noise Reduction, also Rauschunterdrückung mit zwei Mikrofonen und unterstützt schnelles Aufladen. Hier oben ist nichts. Auf dieser Seite schnelle Verbindung und Schwingspulenantrieb. Das heißt natürlich ein Schwingspulenantrieb mit Verbundmembran. Das ist ein Hinweis auf den Treiber. Auf Englisch ist das übrigens Composite Moving Coil Driver. Auf der Unterseite nichts. Und auf der Rückseite ganz viele chinesische Schriftzeichen und ein bisschen in den Zeichen, die wir auch verstehen, also beispielsweise hier nochmal SBC, AAC und LHDC, können Sie Typ C, USB Typ C aufladen, Bluetooth 5.0, 50 Gramm wiegen die Kopfhörer inklusive des Cases und 32 Ohm Widerstand. Und dann noch ein bisschen paar mehr Infos und wir machen das Ganze auf mit dem schönen Messer. Was ist denn hier die richtige Öffnung? Ich mache das einfach mal unten auf. Sieht für mich einfacher aus. Und dann schauen wir mal, was wir denn hier zum Vorschein bekommen. Das sieht doch ganz nett aus. Also, das ist das komplette Paket, wie es quasi da rauskommt aus dieser Verpackung hier. Da ist auch nichts mehr drin. Und dann widmen wir uns erst einmal dem Zubehör, was ja gar nicht so viel ist, denn wir haben ja eben Earbuds und das heißt keine Silikonstöpsel. Hier ist das USB-C Ladekabel von Xiaomi und hier haben wir ein User Manual oder eine Bedienungsanleitung, ein Mode de Emploi, ein Manual de Usario oder Manuale Utente für Mi True Wireless Earphone 2. Den Rest kann ich leider nicht aussprechen und wahrscheinlich war auch das alles schon falsch. Außer Bedienungsanleitung, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man das so ausspricht. Und User Manual glaube ich auch noch zu wissen. Schauen wir mal rein, vielleicht einmal kurz, was so drin steht. Also hier sieht man nochmal den Kopfhörer und das Case. Laden, verbunden oder Verbindung, technische Daten, Funktionsübersicht und Sicherheitshinweise. Mehr steht hier auf dem Papier nicht drauf. Schauen wir uns das Ganze an und fangen vielleicht mal mit diesem Case an, was noch in einem Papier oder Plastik, es fühlt sich immer an wie eine Plastikfolie, eingewickelt ist. Wo ist denn hier mein schönes, das schöne Öffnen? So. Es fühlt sich sehr interessant an. Es ist ein hartes Plastik. Es ist matt, mattes Weiß. Persönlich muss ich sagen, gefällt mir glänzendes Weiß da besser. Der Deckel öffnet und schließt recht leicht, aber wie ihr schon hören könnt, eventuell, er quietscht etwas. Man muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht das hochwertigste Case, was man so kennt. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, was diese Kopfhörer
Kosten, das schaue ich jetzt doch gleich einmal nach. Die Kopfhörer kosten 56 € aktuell der Preis bei einem großen Online-Versandhaus. Übrigens findet ihr den Link zu den Kopfhörern natürlich wie in meiner Videobeschreibung. Hier ist übrigens auch noch ein Knopf auf dem Case, wahrscheinlich für die Verbindung. Ich muss sagen, ich habe auch schon in dieser Preisklasse, das ist ja der Mittelklassebereich, Kopfhörer gefunden, die ein hochwertigeres Case bieten. Nun ja, kommen wir zu diesem Gerät, zu den Kopfhörern oder Ohrhörern beziehungsweise Earbuds. Das ist auch das Wichtigste daran. Die fühlen sich ganz gut an, eine leichte Kante zu spüren, aber jetzt nichts Gravierendes. Sieht sehr interessant aus. Ich halte das mal hier. Das ist ein sehr dickes Stäbchen, dicker Stab, so nennen wir es einfach mal. Ansonsten sehr ähnlich hier oben dem Design der AirPods, hier auch. Ich bin gespannt, wie das Ganze sich dann anfühlt, wenn man sie im Ohr hat. Grundsätzlich machen die auf jeden Fall einen wertigeren Eindruck als das Case. Und damit haben wir auch schon wieder geschafft. Es ist kaum zu glauben, aber das Video ist schon wieder vorbei oder am Ende angelangt. Mein erster Eindruck, die Kopfhörer sind wertig, das Case weniger. Achso, man könnte ja mal testen, mache ich ja sonst immer. Wie ist denn das mit dem Einsetzen? Okay, also das ist interessant. Über Kopf kann man den Deckel auch gar nicht offen lassen. So geht's. Aber wenn man mal guckt, da fällt auch nichts raus. Also das ist gut, ohne Probleme diesen Test bestanden. Ansonsten ist der erste Eindruck soweit gut, zumindest von Earbuds, die sich wirklich ganz gut anfühlen, kaum Kanten bieten. Da will man mal schauen, wie sich die im Alltagstest dann beweisen, wie sich das Ganze im Ohr anfühlt. Das ist ja das Schöne an so Earbuds. Die sind ja für die meisten Ohren tatsächlich gedacht und die meisten können diese Earbuds tragen, während das bei In-Ears immer für den einen oder anderen zum Problem wird. Das Case finde ich nicht so cool. Ansonsten haben wir natürlich nicht viel in so einer Verpackung, was jetzt besonders sein könnte. Was ich spannend finde, ist der LHDC-Codec. Soll ja ein sehr, sehr guter Audio-Übertragungs-Codec sein für Bluetooth. Dafür fehlt mir aber noch das passende LHDC-fähige Gerät. Das werde ich mir noch besorgen und bis dahin muss dann halt eben müssen die anderen Geräte erhalten. Das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da und gerne ein Abo. Und dann sehen wir uns zum Testbericht dieser Kopfhörer wieder oder vielleicht auch schon früher bei einem anderen Testbericht. Bis dahin alles Gute, euer Julian vom Earpod Ratgeber.